Ja, hi, hier ist wieder der Michael für Mobile Control und wir haben ein weiteres Gerät getestet und zwar das Moto E 2015 von Motorola. Das Moto E ist Motorolas Low-End-Gerät und kommt mit einem 4,5 Zoll großen AMOLED-Display, das mit 540p auflöst. Außerdem gibt es 1 GB RAM, einen Snapdragon 200 Quad-Core mit 1,2 GHz und einen 2290 mAh starken Akku. Der interne Speicher beträgt 8 GB, kann bzw. sollte aber auf jeden Fall durch eine Micro-SD-Karte erweitert werden, damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Das Smartphone ist relativ kompakt mit rund 13 x 7 cm, mit knapp über 12 mm, aber etwas dicker als andere Geräte. Dennoch liegt es gut in der Hand und lässt sich locker mit nur einer Hand bedienen. Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten verfügt das Moto E übrigens über keine Rückseite, die entfernt wird oder SIM-Karten oder SD-Karten-Trays, sondern über einen Wechselrahmen, hinter dem sich die Slots verstecken. Den gibt es übrigens in verschiedenen Farben zu kaufen, so kann man das Gerät noch einmal ein wenig personalisieren. Beim Design des Geräts hat sich Motorola ganz klar an den bisherigen Modellen orientiert. Das Moto E ist überall ein bisschen abgerundet und besitzt wie das Moto X und das Moto G oder eben auch das Nexus 6 eine kleine Delle mit dem Motorola-Logo auf der Rückseite, in der ganz natürlich der Zeigefinger seinen Platz findet. Ein weiterer Punkt, den das Moto E mit den großen Brüdern gemein hat, ist die Tatsache, dass man auch hier einen Frontlautsprecher findet. Der bietet zwar wie beim Moto X 2014 nur Mono-Sound, aber das ist immer noch besser als ein Lautsprecher, der auf der Rückseite ist oder sich an der Seite des Geräts befindet, wo er durch den Finger abgedeckt werden könnte. Das kleine Smartphone kommt mit Android Lollipop, das durch Motorola im Grunde gar nicht angepasst wurde. Der Standard-Launcher kommt von Google und auch der Rest ist unverändert wie bei einem Nexus-Gerät. Lediglich einige wenige Funktionen hat Motorola hinzugefügt, wie Automatismen auf Basis etwa der Tageszeit, Motorolas Active Notifications-Lösung oder die eigene Kamera-App, die durch eine schnelle Schüttelbewegung des Geräts auch aus dem Standby-Zustand ausgelöst werden kann. Das kennt man zum Beispiel bereits vom Moto X 2014. In der Tat kann das sehr praktisch sein, wenn man gerade den einen Schnappschuss machen möchte. Außerdem finde ich, dass die Kamera-App durch ein minimalistisches Design überzeugt und nicht mit zu vielen Einstellungen überladen ist. Die Hauptkamera macht ordentliche Bilder bei 5 Megapixeln. Insgesamt bleiben im 16 zu 9 Format davon aber leider nur 3,5 Megapixel für das eigentliche Bild übrig. Dennoch war ich mit den Ergebnissen im Grunde zufrieden. Die Frontkamera war aber leider so schlecht, dass es sich nicht wirklich gelohnt hat, damit ein Bild zu machen und deshalb erspare ich euch das auch jetzt. Die Performance des Geräts war für die Preisklasse, und wir sprechen hier von knapp über 100 Euro, wirklich gut. Neue High-End-Spiele sind da allerdings nicht zu empfehlen. Grundsätzlich aber kann man damit schon schön daddeln und der Launcher oder auch normale Applikationen waren eigentlich immer direkt da. Positiv überrascht hat mich der Akku des Moto E. Der hält nämlich ganz locker mehr als einen Tag. In der Regel bin ich mit rund 40 bis 50% Restakku ins Bett gegangen. So kann man einen zweiten oder wenigstens 1,5 Tage locker schaffen. Das liegt aber auch sicherlich am Display, das wie schon erwähnt mit 960 x 540 Pixeln auflöst und effektiv eine geringere Anzahl an Pixeln befeuern muss als ein Full-HD-Display etwa. Wenn man genau hinsieht, erkennt man die Stufen, zum Beispiel in den Texten. Beim normalen Benutzen allerdings hat mich die Auflösung nicht gestört. Abschließend bleibt festzuhalten, dass das Moto E 2015 zwar im Grunde ein gutes Gerät für aktuell um die 120 Euro ist, man aber ab und zu auch für ein wenig mehr Geld das Moto G der zweiten Generation bekommen kann und hier 1080p auf 5 Zoll mit einem besseren Prozessor kriegt. Von daher ist das Moto E vielleicht eher was für diejenigen, die auf jeden Fall ein Gerät deutlich unter 5 Zoll haben möchten, aber auf die Annehmlichkeiten von Android Lollipop nicht verzichten möchten.